Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Es geht zurück in Murphys Katakomben und ihr seht, es spinnt heute schon ein bisschen. Irgendwie war mein Rechner heute ein klein bisschen überlastet wahrscheinlich während der Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich heute trotzdem die Daily Challenge bringen. Ist ja auch schon wieder lang her. So, vom Schwierigkeitsgrad her geht's eigentlich, wir müssen 1400 irgendwas Meter schaffen. Und ja, das ist ja recht normal für die einfache Daily Challenge und gerade bei Murphys Katakomben sind diese Entfernungen eigentlich auch normal. Ja, wir haben heute eigentlich auch keine so eine direkte Schwierigkeitswand und ich hätte sicherlich auch noch ein paar Meter mehr machen können, aber ich wollte es halt möglichst schnell jetzt euch halt eben hier präsentieren, was heute so zum Erwarten ist. Außerdem haben wir die 5% erreicht, also die Top 5% und das müsste eigentlich auch reichen. So, hier auch wieder drüber, über Seil drüber. Hier, sobald wir die Lumens eingesammelt haben, schneiden wir direkt das Seil durch und aktivieren damit hier die Schwingen. Hier fliegen wir auf den drauf, einmal drüber und haben auch schon die ersten 500 Meter hinter uns. Den können wir mitnehmen, müssen wir aber nicht. Hier drüber, das ist immer eine schöne Übung für den Teil mit den Stacheln nachher. Gerade für Anfänger ist es eine nette Übung, halt eben gerade bei den Teilen. So, und wir sind auch schon hier. Hier einfach nach unten drücken, fallen lassen. Einmal weiter, hier die Augen wieder klatschen. Gott sei Dank sind es heute nicht ganz so viele. Also es ist wirklich heute sehr, sehr einfach gehalten. Ich war echt auch überrascht. Die Hälfte haben wir jetzt auch schon geschafft. So, hier einfach runterfallen lassen. Hier wieder die Ringe. Dieses System kennen wir auch schon. Nochmal das gleiche, Ringe hoch. Drüber, dieses Element kennen wir auch. Und wir bekommen schon die 900 Meter Pause hier. So, jetzt hier noch einmal drüber, über die Ringe nach oben. Den lassen wir. Ich sag mal, auch da vorne hat es einen verspult unterwegs. Okay, hier haben wir auch gerade eben schon gehabt, das Element. Hier nicht über den Sack, sondern direkt hoch. Geht einfach schneller und wir sparen uns das zweite Auge zum Klatschen. So, hier noch einmal drüber. Hier schneiden wir gleich ab, um den zum Zermatschen. So, und hochziehen, nochmal hochziehen. Und jetzt sind es nur noch ganz wenige Meter, die uns da davon trennen. Hier nochmal dieses Element drüber. So, hier drüber. Hier weiter Flug, damit wir den zweiten Ring dann gleich nehmen. Da brauchen wir nicht unbedingt die Plattform mitnehmen. Den ziehen wir rüber, springen über das Auge drüber. Ganz vorsichtiger Sprung mit Propeller. Hier haben wir genau dieses Element, jetzt halt nur mit Stacheln. Und das sollte jetzt dann gleich hier die Goldgrenze sein. Genau die hier. Was ich noch nicht ganz verstehe, weil, also, es sieht mir jetzt nicht besonders schwierig aus. Aber mei. Den ziehen wir rüber, gehen über das Seil drüber und haben die 1500 Meter Pause. So, nächstes Element. Hier gehen wir drüber. Noch einmal. Zack. Über dieses Teil drüber und da vergesse ich außersehentlich dieses Seil dort zum Schneiden. Also ihr seht, ich hätte es noch weiter verbessern können, aber ja. Ich denke, es ist trotzdem eine schöne Grenze. Den armen Abelardus, den habe ich leider übersiegt, aber ist, ja. Ich freue mich trotzdem jeden Tag, wenn ich dich drin sehe. So, hier Platz 15 aktuell. Der wird sicherlich noch steigen, aber die Top 5%, das ist trotzdem ein schöner Wert. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge.